Der Goldstandard. Es hat vor ein paar Monaten im Internet ein irres Gerücht gegeben, nämlich die großen Notenbanken, also die Fed, die EZB, die Bank of England und so weiter, die würden jetzt wieder den Goldstandard einführen. Also ein Geldsystem, in dem das Geld, das vorhanden ist, gedeckt ist durch Gold. Und der Stichtag für diese Einführung, der wäre gewesen der 29. März. Also, zack, peng, 29. März, Goldstandard. Ist zwar nicht passiert, aber man kann sich natürlich trotzdem fragen, der Goldstandard, was ist das? Wie funktioniert der? Was hat er für Konsequenzen auch? Ist es realistisch, dass so ein System wiederkommt? Ist es vielleicht sogar unausweichlich? Und damit willkommen bei Zukunftsmärkte. Wiedereinführung des Goldstandards am 29. März. Das war ein Gerücht, das so rumgespukt ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Ich habe es erst mitgekriegt, da wäre es eh schon vorbei gewesen. Aber macht nichts, wir haben nichts verpasst, weil es ist ja auch nicht passiert. Wenn der Goldstandard jetzt da wäre, wenn wir einen hätten, das hätten wir dann schon gemerkt. Die Idee an dem Ganzen, das war auf jeden Fall so, als es gäbe einen Geheimplan, dass am 29. März, das wäre der Brexit-Tag gewesen, da führt man den Goldstandard wieder ein, stabilisiert damit sozusagen das Finanzsystem. Das hätten unsere Notenbanken so gewollt, weil so wie jetzt geht es natürlich nicht weiter. Ist natürlich schon mal das Erste, was einen so ein bisschen stutzig macht an der Sache. Weil wenn man sich unsere Notenbanken so anschaut und die Geldpolitik und wie das momentan alles gerade so ist, da kann man ja eigentlich nur herzlich lachen, beziehungsweise das ist so der erste Gedanke, den man da hat. Das Ganze ist dann aber noch vermischt worden mit einer anderen Sache, die auch erstmal ganz gut klingt. Da ging es um Basel III. Basel, wenn man das so hört, dann ist klar, das hat irgendwas mit den Banken zu tun. Es geht da um Banken, Eigenkapital. Banken brauchen Eigenkapital, wenn sie Kredite vergeben wollen. Und die Basel-Richtlinien, das sind die verbindlichen Richtlinien der BEZ für alle Banken. Da wird ihnen gesagt, wie kann ich Eigenkapital auf welche Weise ausweisen. Und das Gerücht, das hat besagt, Gold könne in Zukunft so ungefähr risikolos als Eigenkapital ausgewiesen werden bei den Banken. Da hat man sich dann gedacht, oh, da haben wir ja dann eine Golddeckung der Bankenkreditvergabe, also bei den Geschäftsbanken. Und dann kommt ja noch dazu, die Notenbanken, die kaufen auch immer mehr Gold, also klarer Fall, es läuft alles auf den Goldstandard zu. Die BIZ, die bestreitet, dass irgendwas kommt in dieser Richtung mit diesen Richtlinien. Ich will das jetzt aber auch gar nicht so vertiefen mit der Frage. Da gibt es gute Artikel im Internet drüber, also googeln Sie einfach mal Goldstandard, BIZ, Basel. Das meiste, was Sie finden werden, ist natürlich Müll, aber es gibt zum Beispiel einen guten Beitrag von Andreas Körner von Focus Money dazu oder Daniel Kühn vom Godmode Trader zu dem Thema. Die sind lesenswert, wenn man das vertiefen will. Man muss die Konkurrenz auch mal loben für ihre gute Arbeit. Das Entscheidende an der ganzen Sache ist aber, selbst wenn es so käme mit dieser neuen Risikogewichtung für Gold, dann könnten die Banken jetzt mehr Gold kaufen, aber sie müssen es nicht. Also ist es nach wie vor viel zu hoch gegriffen oder wäre zu hoch gegriffen, wenn man da jetzt reden würde von einer Golddeckung der Bankenkreditvergabe. Und wahrscheinlich, das ist es ja sowieso so, wahrscheinlich passiert sowieso überhaupt nichts in die Richtung. Ist aber eigentlich auch nebensächlich, weil wir wollen uns ja grundsätzlich mal anschauen, was sind goldgedeckte Geldsysteme? Wie funktionieren die? Ist es möglich, dass sowas wieder kommt, dass man das wieder einführt und wäre es wünschenswert? Und was da erstmal ganz wichtig ist, der Goldstandard, das ist kein Hirngespinst von irgendwelchen Goldfanatikern, sondern es hat ihn ja gegeben. Er war sogar die Regel die meiste Zeit. Die meiste Zeit
In der westlichen Welt, anders als heute, waren unsere Währungen goldgedeckt oder edelmetallgedeckt. Zum Beispiel Deutschland. In Deutschland hat man eine Golddeckung eingeführt 1871. Das lief dann bis 1914, also bis zum Ersten Weltkrieg. Dann kam die Hyperinflation und in den 20er Jahren gab es dann aber ein internationales Golddeckungssystem. Das hat dann gehalten bis in die 30er Jahre, also bis zur Weltwirtschaftskrise. Und das nächste Goldsystem, das hat man dann im Zweiten Weltkrieg noch beschlossen, 1944. Das war das berühmte System von Bretton Woods und das wiederum hat dann gehalten bis 1971. Und diese Goldstandardsysteme sind auch ein Grund dafür, für den Nimbus, den Gold heute noch hat. Auf der einen Seite, klar, Gold war immer irgendwas wert, aber wichtig ist natürlich auch, dass das Geldsystem international wirklich goldgedeckt war. Bis 1871. 1871 ist es dann zusammengebrochen. Da hat Präsident Nixon die Bindung vom Dollar an das Gold aufgehoben. Also die Garantie, dass man jederzeit Dollars eintauschen kann in Gold, das wurde da gestoppt und damit war es eigentlich schon mehr oder weniger zu Ende, das Ganze. Und dass das so war, das ist für viele für das Geldsystem der Sündenfall schlechthin gewesen. Weil seitdem gibt es natürlich keine Golddeckung mehr und die Geldmenge weltweit ist natürlich massiv gestiegen. Und dass es so ist, das wäre nicht so gekommen, natürlich mit einer Golddeckung, weil dafür wäre ja gar nicht genug Gold da gewesen, dass man die Geldmenge so ausweitet. Mit anderen Worten, Goldstandard ist Geschichte und was haben wir dafür jetzt? Notenbankexzesse, Geldmengenexzesse, systemische Risiken und gleichzeitig das ganze viele Geld, das wir haben, ist durch nichts mehr gedeckt. Und darum sagen auch viele Leute, wir brauchen wieder eine Golddeckung und das sagen natürlich ganz besonders auch viele Goldfans. Wenn das so käme, dann wäre es für den Goldanleger natürlich so. Im Goldstandard macht man ja mit Gold keinen Gewinn mehr, weil das Tauschverhältnis ist dann ja fix. Das bleibt dann auch so, solange das Tauschverhältnis funktioniert. Den großen Gewinn, also jetzt mal ganz theoretisch, den würde man auf dem Weg dahin machen, also im Vorfeld zu so einer Golddeckung. Komme ich gleich drauf. Ich will nur noch vorausschicken, man soll sich an dem Goldstandard-Thema als Goldanleger nicht so festbeißen. Also wichtig ist für den Goldanleger heute natürlich, wie entwickelt sich Gold jetzt, also in einer Welt ohne Golddeckung. Ich habe dazu auch schon einige Beiträge gemacht und wie angekündigt, morgen geht auch der Zukunftsmärkte-Report raus, der neue, mit einem Update zu unseren Goldaktien. Also sind die noch spannend momentan und wo sind da jetzt die Chancen? Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, sollten Sie sich jetzt natürlich anmelden. Unsere Reports sind gratis, gibt es unter www.zukunfts-märkte.de. Und wenn Sie das bis morgen nicht schaffen sollten, ist auch egal, trotzdem anmelden, weil den Goldaktienbericht, den kriegen Sie auf jeden Fall. Unter jeder Ausgabe, die rausgeht, ist ein Link zum Archiv und da können Sie alle Reports sehen. Also es lohnt sich immer und der Link zum Anmelden, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Das ist ein goldgedecktes Geldsystem, das Bretton Woods System. Ich habe da jetzt nur ein paar Länder als Beispiele reingemacht. Ist sehr schlicht das Ganze natürlich. Ich kriege da keinen Kunstpreis wahrscheinlich für die Grafik. Aber schauen Sie mal, ich habe Ihnen sogar zu jedem Land noch eine schöne bunte Flagge reingemacht. Ist ja auch schon was. Das System kreist also um den Dollar. Der Dollar war die wichtigste Währung damals und neben dem Dollar, da ist das Gold der Notenbank. Und die Golddeckung kommt daher, dass die Notenbank sagt, du kannst bei uns jederzeit deine Dollars eintauschen in Gold zu 35 Dollar die Unze. So war das damals.
Und die anderen Währungen, also das Pfund, der Franc, die Mark, die beziehen sich da stark auf den Dollar. Die Länder haben eigene Notenbanken, die haben auch eigene Goldreserven natürlich. Aber was sie auch haben, Dollarreserven, weil der Dollar ist ja schon goldgedeckt und der ist also sozusagen as good as gold, also reichen auch schon Dollarreserven. Und was ich in dem System auch habe, ich habe feste Wechselkurse. Es gab bei Bretton Woods ein bisschen Spielraum bei den Wechselkursen, aber zum Beispiel der Goldstandard vor dem Zweiten Weltkrieg, da waren die Wechselkurse komplett immer fix. Und eigentlich muss es auch so sein, weil es bezieht sich ja alles direkt auf Gold. Wenn der Wechselkurs der Mark zum Beispiel nicht fest ist, dann ist ja nur der Dollar goldgedeckt. Aber über den Dollar soll ja auch die Mark goldgedeckt bleiben. Also muss die Mark stabil sein zum Dollar. Und wenn ich da jetzt die Bundesbank bin, zum Beispiel im System, da muss ich auch darauf achten, dass ich immer Dollarreserven habe und immer Goldreserven und dass da auch nicht zu viel abfließt. Sonst ist meine eigene Golddeckung ja nicht mehr plausibel und glaubwürdig. Ich brauche zum Beispiel eine ausgeglichene Leistungsbilanz und wie wir gesehen haben, also feste Wechselkurse absolut notwendig. Und feste Wechselkurse sind natürlich ein zweischneidiges Schwert. Es hat aber auch Vorteile, weil wir sind dann erstmal zumindest in einer Welt ohne Wechselkursrisiko, was ja auch schon viel Schönes hat. Aber wir kommen da gleich zum ersten Problem. Das Ganze hier ist natürlich kein reiner Goldstandard gewesen und keine Komplettdeckung. Viele Leute glauben ja, man muss einfach das Geld, das es gibt, mit Gold hinterlegen und dann hat man eine volle Golddeckung. Und das ist ja eine lustige Idee. Aber mit welchem Gold bitte will man das denn machen? Mit dem bisschen Gold, das es gibt auf der Welt, die ganze Geldmenge absichern im System und die Geldmenge, die man braucht in der Welt mit 7 Milliarden Menschen, das ist komplett abwegig. Das ging früher auch schon nicht. Also zum Beispiel der Goldstandard Deutsches Reich 1871, da war die Währung zu einem Drittel hinterlegt mit Gold. Das war schon gut und das Deutsche Reich hat auch ziemlich viel Gold gehabt damals. Und das Problem ist nicht besser geworden, wenn man sich jetzt mal vorstellt, der Anteil vom Gold am Weltfinanzvermögen schätzt man ist unter 1%. Und dieses wenige Gold, das gehört auch nicht den Staaten und den Notenbanken alles. Die müssten das ganze Gold ja auch erstmal heranschaffen, damit sie überhaupt das haben dann zur Hinterlegung. Und was noch dazu kommt, die Weltwirtschaft, die braucht natürlich Geld und die expandiert auch. Und das kann ja auch nicht sein, dass die Geldmenge für diese expandierende Welt oder im Idealfall expandierende Welt sich danach richtet, wie viel Gold gerade da ist. Natürlich, es gibt schon Leute, die sagen, man kann das selbstverständlich voll abdecken. Man muss das alles nur wieder ins richtige Verhältnis setzen. Also das Geld, das da ist und das Gold, das da ist. Und dann hätte man die volle Golddeckung. Und der Tauschkurs, der ist dann eben nicht mehr 35 Dollar pro Unze, sondern der ist dann halt 1 Million Dollar pro Unze. Aber dann passt es wieder. Da reibt sich jeder Goldbulle jetzt natürlich die Hände, ist klar. Aber man muss sich schon mal überlegen, was das dann auch heißt. Also es heißt im Weltmaßstab natürlich eine enorme Aufwertung von Gold und eine enorme Abwertung von allem anderen. Alles, was nicht Gold ist, wird in Relation zum Gold entwertet. Da muss man sich schon fragen, ist das auf freiwilliger Basis durchsetzbar? Ich glaube das nicht. Und es ist wünschenswert, da, also Geldwertstabilität ist ja ein hohes Gut, aber Geldwertstabilität sollte eigentlich allen Leuten zugutekommen und nicht nur denen, die im Vorfeld reich genug waren oder die schlau genug waren, sich für so eine Sache abzusichern. Vielleicht kommt die Wahnsinnskrise eines Tages, wo faktisch genau sowas passiert. Das weiß ich nicht. Aber dass es gemacht wird auf Beschluss, freiwillig auf kontrolliertem Weg. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, der nächste Punkt,
Golddeckungssysteme sind internationale Systeme oder sollten internationale Systeme sein. Heißt, Wechselkurs ist festgezurrt, man muss es koordinieren, man muss den Wechselkurs auch festlegen. Wenn man sich die Länder heutzutage ja alle so anschaut, also EU, USA, China, Russland, Japan, kriegt man die denn unter einen Hut in so einem System? Weil es muss sich dann jeder unterordnen und letztlich jeder verliert ja die Kontrolle über seine Geldpolitik, dann zu einem großen Teil über seine Wirtschaftspolitik. Es gibt keine freien Wechselkurse mehr, wo man vielleicht noch seine Leistungsbilanz damit ausgleichen könnte. Da ist es dann schon die Frage, würden die das mit sich machen lassen? Die Interessen sind ja auch immer andere der verschiedenen Länder, die sind auch gegensätzlich teilweise und die Länder entwickeln sich außerdem auch unterschiedlich über die Jahre. Und das war früher schon ein großes Problem beim Goldstandard und das ist heute auch nicht viel besser geworden. Man kann natürlich Länder schon zusammenpferchen. Dafür gibt es ein schönes Beispiel, das ist die Eurozone. Im Grunde ist es ja sowieso so, wer den Goldstandard gut findet, der müsste die Eurozone ja lieben, weil es ist da ja wirklich so, dass man gezeigt hat, man kann grundverschiedene Länder zusammenquetschen und in eine gemeinsame Spur bringen. Es ist aber natürlich nicht unproblematisch. Das wird ja auch viel kritisiert, dass das irgendwie nicht passt, wenn Länder wie Deutschland, Italien, Spanien, die die gleiche Währung haben und die gleiche Geldpolitik. Oder Griechenland jetzt als Extrembeispiel. Griechenland in der Krise. Da haben viele gesagt, Griechenland müsste jetzt abwerten können, damit es wieder konkurrenzfähig wird. Aber konnte Griechenland natürlich nicht. Es war und ist ja im Euroraum. Also feste Wechselkurse, es kann eben immer auch ein Problem sein und das haben wir im Goldstandardsystem eigentlich genauso, weil es da feste Wechselkurse mehr oder weniger geben muss, weil sich ja jede Währung am Ende ausrichtet ausschließlich am Gold. Und ich gebe Ihnen noch ein konkretes Beispiel, wie hart das dann wirklich sein konnte im Goldstandard. Also, Deutsches Reich, frühe 30er Jahre, Weltwirtschaftskrise. Deutschland ist im Goldstandard. Deutschland muss außerdem Reparationen zahlen an frühere Kriegsgegner. Jetzt kommt die Depression, Exporte brechen ein, Handelsbilanzdefizit riesiges, Gold fließt ab, Devisenreserven fließen ab, das Land blutet aus. Was kann man da noch machen im Goldstandard? Man kann nicht abwerten und es findet über diesen Devisenabfluss ja auch keine Abwertung statt, so wie es heute wäre. Das heißt, das Einzige, was Sie machen können, Sie können die Zinsen anheben mitten in der Krise, damit darüber vielleicht ein bisschen Geld zurückfließt. Das ist an sich schon übel. Und was Sie außerdem noch machen müssen, Sie müssen die eigene Wirtschaft so kaputt machen, dass sie nichts mehr importieren kann, dass sie darüber wenigstens die Handelsbilanz entlasten. Also Austerität, harte Deflationspolitik mitten in der Depression, das ist der einzige Weg, den man da hat. Und die ehrenvolle Aufgabe, die hatte dann ja der Reichskanzler Brüning mit seinen Notverordnungen. Und wie das Ganze ausgegangen ist, das weiß man auch. Massenelend, Massenarbeitslosigkeit, Radikalisierung, Ende der Demokratie letzten Endes, das ist auch die Realität im Goldstandardsystem, weil man kann die Geldpolitik nicht einfach mal so lockern und man kann auch keine Arbeitsbeschaffungsprogramme machen in so einer Situation, schon gar nicht, wenn man es mal ganz dringend bräuchte. Und das war international ja im Grunde genauso damals. Also der Goldstandard hat diese Wirtschaftskrise stark verschärft, weil es hat einen Deflationsschock gegeben damals und die Notenbanken haben darauf aber nicht reagieren können, weil es im Goldstandard eben nicht so geht. Und letzten Endes ist er daran dann auch wieder zerbrochen. England hat abgewertet 1931, USA haben dann 1933 die Goldbindung aufgehoben. Gleichzeitig ist der private Goldbesitz auch noch verboten worden. Und ja gut, England, USA, da war dann sowieso Schluss. Er ist also wieder gescheitert. Er hat diese Krise der Goldstandard auch nicht überlebt. Und das kann man dann eben sagen am Ende. Der Goldstandard ist schon sehr effektiv, wenn es um Inflation geht.
also bei der Kontrolle der Geldmenge, bei der Kontrolle der Notenbanken, die ja der Goldstandard diszipliniert, die Notenbanken. Man kann die Geldmenge nicht so ausweiten, wie man vielleicht möchte. Man hat den Spielraum nicht. Aber das ist natürlich auch die Schattenseite, weil manchmal braucht man diesen Spielraum eben doch. Und wie schon gesagt, es kann ja außerdem nicht sein, dass die Geldmenge davon abhängt, wie viel Gold da ist und wer das gerade hat, sondern sie sollte ja eigentlich schon abhängen von der Inflationssituation und von der Wirtschaftssituation. Ich höre immer wieder natürlich, Geldsysteme, die nicht gedeckt sind, die werden alle scheitern. Kann schon sein, aber was wir auf jeden Fall auch wissen, was ständig gescheitert ist, das sind die goldgedeckten Systeme, weil sie nicht flexibel sind, weil man dafür ein hohes Maß an Kooperation braucht, das man aber nicht immer hat, und weil sich die Länder unterschiedlich entwickeln über die Jahre. Und dem wird der Goldstandard nicht gerecht. Es geht immer eine Weile gut und dann bricht er aber doch zusammen. Er scheitert letztlich auch an seinen inneren Widersprüchen. Und außerdem, wie gesagt, es wäre sehr schwierig, neu einen einzuführen. Deswegen ist auch eigentlich meine Meinung, wir brauchen einen Goldstandard nicht, wir sollten das auch nicht anstreben. Was man aber natürlich auch sehen muss, als es mit Bretton Woods zum Beispiel vorbei war, Anfang der 70er, da hat es in den USA erstmal einen starken Inflationsschub gegeben. Also man hat das schon gemerkt, dass sich da was verändert hat. Das war natürlich auch nicht toll. Und was noch passiert ist, und das wissen Sie natürlich auch, der Goldtauschkurs war damals bei 35 Dollar pro Unze, heute kostet Gold 1300 Dollar die Unze. Ist mehr als das 30-fache und es hat damit natürlich auch viel zu tun. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, also wie man den Goldstandard jetzt sieht, das muss nicht unbedingt damit was zu tun haben, wie man Gold sieht. Gold als Sicherheit oder Gold als Geldanlage in einer Zeit, in unserer heutigen Zeit, in der ja das Geld ungedeckt ist. Ungedecktes Geld oder Papiergeld, wie auch viele sagen. Ich bin kein Gegner eigentlich von Papiergeld. Ich glaube immer noch, dass man stabile, dauerhafte Papiergeldsysteme haben könnte. Aber was man dafür natürlich bräuchte, ist eine glaubwürdige Notenbankpolitik. Und das ist momentan kein so einfaches Thema. Da lässt sich trefflich drüber streiten, wie es so schön heißt. Ich werde hier auch irgendwann mal ein Video machen, so Notenbanken im Vergleich oder so. Also wer hat heutzutage noch eine glaubwürdige Geldpolitik, wo wäre man noch sicher oder am sichersten, in welchem Währungsraum wäre man gut aufgehoben. Das werden wir, glaube ich, machen, früher oder später. Nächste Woche geht es aber erstmal um China wieder. Da schauen wir uns an wieder Baidu. Warum ist Baidu, warum ist die Aktie so billig? Ist ja immerhin Chinas Google. Soll man da jetzt einsteigen? Ich hoffe, Sie sind wieder dabei nächste Woche. Abonnieren Sie am besten unseren Kanal. Beim Anmelden auch Glocke drücken, dann sehen Sie auch sofort, wenn der neue Beitrag wieder da ist. Und außerdem, wie gesagt, morgen nicht vergessen, kommt der Zukunftsmärkte-Report mit den Goldaktien. Dann bis nächste Woche. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie ausgehalten haben. Bis jetzt alles Gute Ihnen. Dankeschön, wie immer, fürs Zuschauen.